Ja, hallo, willkommen zu Session Story of Your Life. Ich hoffe, das mit der Technik klappt irgendwie. Genau, ich will euch heute ein bisschen was erzählen, wie du deine User mit deiner Über-mich-Seite zu True Fans machen kannst. Okay, wir wechseln doch die Technik. Geht das? Nee. Jetzt? Jetzt ist gut. Ja? Okay. Durchatmen. Zweiter Versuch. Genau. Info, diesen Vortrag habe ich auf der Social Media Week in Hamburg gehalten. Genau deswegen das Hashtag auch noch dabei. So, jetzt so. Genau, moin. Ich bin Friederike und als Pixelpatin verhelfe ich Solo-Mafiosi und Big Bosses zu einer erfolgreichen Business-Webseite mit WordPress. Und das Ganze nenne ich Anleitung zur Webherrschaft. Dann möchte ich mich natürlich vorstellen und etwas über mich erzählen. Ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann, aber ne, das ist so mein Lebenslauf. Ich bin irgendwann geboren. Wer kann es entziffern? Hoffentlich niemand. In Itzehoe, genau. Also ich bin geboren natürlich. Ich habe auch eine Schulausbildung. Ich habe Abitur von 98. Dann habe ich besondere Kenntnisse, also Englisch zum Beispiel kann ich und Zeichnen und Computerkenntnisse, ganz wichtig. Und naja, dann, genau, dann geht's weiter mit den Arbeitserfahrungen. Zum Beispiel in der Schreinerei habe ich mein Berufsgrundschuljahr gemacht. Und meine Hobbys sind Design und handwerkliches Gestalten. Genau, dann habe ich auch einen Abschluss aus der Berufsgrundschule mit mittelmäßig guten Noten vielleicht. Ich habe danach Innenarchitektur studiert und habe ein Diplom und habe im Studium so Wahlfächer belegt, wo ich mich dann für Webdesign zertifiziert habe, also für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis sogar. Und das aktuellste Zertifikat ist ein Workshop zum Thema Digital Leadership, das ich in Hamburg bei den Digital Media Women an alle Frauen, wer da noch nicht drin ist, unbedingt mal nachgucken auf Facebook. Richtig coole Gruppe. Digital Media Women. Genau, an dieser Stelle die Frage, wie fanden wir das? Wie hat euch dieses über mich gefallen? Und das Allerwichtigste, was mich an dieser Stelle natürlich interessiert, ist, bekomme ich den Auftrag? Never! Das mit der Schreinerei war am besten. Okay, das ist jetzt schwierig. Ich habe gar nichts mehr Schreinermäßiges anzubieten. Also die Stimmung ist eher so Daumen runter. Verstehe ich total. Probieren wir das halt nochmal. Also, wie man zur Pixelpatin wird. Ich bin total davon besessen, Dinge zu ordnen. Als Kind waren es die Dinge im Sandkasten, also Schaufeln und Förmchen, aber auch so Stöckchen und Blätter und was weiß ich, was ich da so gefunden habe. Als Teen habe ich die Sachen in Garage und im Keller in unserem Haus geordnet, habe mir da so eine kleine Werkstatt eingerichtet und dazu Pumucke gehört. Und später im Studium habe ich dann eigentlich Informationen geordnet. Und in diesem Rahmen habe ich sogar ein Diplom zum Thema Ordnung geschrieben. Ich habe so mit Flash, wer kennt noch Flash vielleicht? Oh! Genau, ich habe mit Flash so ein kleines Spiel gemacht und das gezeichnet. Man konnte ins Haus reingehen und Sachen anklicken und dann Dinge sich durchlesen, wie man ein ordentlicher Mensch wird. Ja? Und dann habe ich eben auch angefangen, Webseiten zu bauen mit Flash. Und als ich meine erste Webseite fertig hatte, hat man mir dann gesagt, das macht man nicht mit Flash. Genau, also ich habe eben angefangen, nicht nur Zimmer als Innenarchitektin, sondern virtuelle Räume zu gestalten, also Websites. Und ich habe ziemlichen Respekt vor allen Solo-Mafiosi da draußen, die das Projekt Business-Webseite selbst angehen wollen, weil das ist echt nicht einfach. Und ich habe mir damals, also wie ich das mit leider mit Flash ist nicht für Websites erfahren habe, habe ich mir dann ein Buch aus dem Regal von meinem Bruder, der hier vorne mitsitzt, geholt. Das war ein Buch über HTML4 und dann habe ich mir Webseiten beigebracht, also HTML und CSS. Genau. Meine größten Helden sind, wie könnte es anders sein, Pinky in the Brain und Pippi Langstrumpf. Genau, also
Pippi Langstrumpf, da gefällt mir, macht sich die Welt, wie es ihr gefällt, ist stark und ziemlich neugierig. Und Pinky the Brain, vielleicht nicht immer schlau, ja, aber sie geben niemals auf und das finde ich auch ziemlich großartig. Und so ist es eigentlich kein Wunder, dass ich eines Tages beschlossen habe, ein Syndikat zu gründen. Ich bin die Patin eben des Pixel-Syndikats. Und meine wichtigsten Tools heute sind eigentlich die Lust, das Wissen für meine Kundinnen auf einfache Art aufzubereiten und dabei niemals aufzugeben. Meine Mission ist es, mehr Liebe für eure Webseiten zu erschaffen. Und falls sich noch jemand wundert über die ganzen Zeichnungen, die mache ich selbst, weil ich auch noch als Sketchnote-Mafia unterwegs bin, als Sketchnoterin. Wieder die Frage, wie fanden wir das jetzt? Verhaltenes Nicken im Publikum, wohlwollendes, ich nenne es mal wohlwollendes Nicken. Also schon, also ich habe kein Nein kassiert, das ist schon mal gut, finde ich gut. Vielleicht kriege ich also einen Auftrag. Genau, und ich habe also, ich mache das jetzt seit über 10 Jahren und ich habe festgestellt, dass wir uns alle authentische Inhalte im Netz wünschen und wir trauen uns aber eigentlich nicht, das zu zeigen. Also im Normalfall wollen meine Kundinnen und Kunden eben so einen Lebenslauf, wie ich den am Anfang ein bisschen versucht habe darzustellen, auf ihre Über-mich-Seite stellen, wenn sie denn überhaupt eine Über-mich-Seite machen. Aber sie trauen sich nicht, sich selbst zu zeigen. Und aber eigentlich, wenn wir im Internet unterwegs sind, dann wollen wir alle coole Über-mich-Seiten lesen, ja, und eine Geschichte hören. Und das nenne ich das Über-mich-Seiten-Paradoxum. Genau, also nur mal so kurz zur Sicherheit und zum Zusammenfassen. Lebenslauf, don't do it, ja, das ist furchtbar langweilig. Kein Mensch kann sich Jahreszahlen merken, haben wir auch keine Lust, haben wir schon im Geschichtsunterricht nicht gemacht. Wer hat sich gemerkt, wann ich Diplom geschrieben habe oder geboren bin? Mist! Okay, ein weiterer Effekt eines Lebenslaufs ist, obwohl man, ich glaube, viele haben so ein bisschen Stress, eine Über-mich-Seite oder von sich was zu erzählen, weil sie denken, oh Gott, da muss ich über mich reden, das ist irgendwie unangenehm. Aber eigentlich ist ein Lebenslauf eigentlich auch nichts anderes, wenn man sagt, ich kann das und ich kann das und dann habe ich das gemacht. Also es macht nicht so einen guten Eindruck. Es sagt überhaupt nichts über eure Superkräfte aus. Also aus meinem Lebenslauf mit dem Diplom kann man nicht rauslesen, dass ich irgendwie zum Thema Ordnung unterwegs bin oder zum Beispiel Wissen ordne. Und es sagt auch nichts über deine Motivation aus. Also die Kunden wissen nicht, wie du unterwegs bist und was du ihnen Gutes tun kannst. Was ist denn eigentlich gewünscht? Ja, und an dieser Stelle habe ich natürlich Statistiken bemüht, um meine These zu untermauern. Da habe ich auf dem großartigen Blog Chimpify, den ich sehr gerne lese, zum Thema Content Marketing 339 und zerquetschte Statistiken und die, wie ich fand, prägnantesten habe ich da mal rausgesucht. Also 84% der Menschen, die so unterwegs sind, erwarten, dass Markeninhalte liefen, die unterhalten. Ja, die wollen nicht gelangweilt werden von euch. Die wollen Geschichten hören, lesen und sie wollen eben Lösungen für Probleme, das wissen wir. Und auch die B2B-Kunden sagen, dass sie eigentlich eher diese B2C, das B2C-ähnliche Erlebnis auf der Webseite sich wünschen. Also auch als Firma oder als Agentur oder irgendwie so als Big Boss ist es bei mir, müsst ihr eure Kunden nicht langweilen auf eurer Über-mich-Seite. Genau, und auch eben das Wichtigste mit, warum solltet ihr eine Über-mich-Seite überhaupt haben? 52% der B2B-Kunden auch suchen nach dieser Über-mich-Seite. Also wenn jemand auf deine Webseite kommt und sagt, oh, voll cool, das finde ich irgendwie nett oder toll oder was auch immer, dann gucken die als Nächstes, wer ist denn das? Ja, um zu gucken, mag ich diese Person, will ich mit der zusammenarbeiten? Also speziell auch für Dienstleister, Coaches, was auch immer, super wichtig. Die wollen euch irgendwie kennenlernen, die wollen ja die Katze nicht im Sack kaufen. Das Motto der Social Media Week war Storytelling und als ich das Motto gehört habe, habe ich gedacht so, oh nee, schon wieder so ein Trend, das ist ja so langweilig und dann machen das alle und muss denn das sein? Habe mich eigentlich, erst hatte ich nicht so große Lust, dann habe ich gesagt, so jetzt aber erst recht und habe mich in das Thema so ein bisschen eingelesen und finde Storytelling doch ganz gut. Es ist einmal, es trägt zur Unterhaltung bei, also das, was die Leute suchen, aber es ist nicht nur Unterhaltung, sondern wir lernen durch Geschichten etwas über uns selbst. Also wenn jemand eine Geschichte erzählt, dann kann ich sagen, oh ja, kommt mir bekannt vor oder das finde ich ja schrecklich, wie diese Person reagiert hat oder kann ich total mitfühlen, also irgendwie Emotionen. Und was ich noch herausgefunden habe, was ich dann total großartig fand, war,
Normalerweise oder in ganz vielen Fällen ist der Weg in die Selbstständigkeit ist 1A diese Hollywood-Heldenreise. Also wir können das direkt so abbilden. Das fand ich ziemlich großartig. Habe ich da mal so aufgemalt? Also der Held, das seid dann natürlich ihr. Der ist nicht perfekt, das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Also diese ganzen Hollywood-Blockbuster funktionieren, weil der Held irgendwie ein Charakterproblem, Fehler, irgendwas hat, wo man sagt so, oh, der Arme oder ach, das ist aber beeindruckend oder oh, ich fühle mich genauso. Also diese Person darf auf keinen Fall perfekt sein. Und die, dieser Held, der durchläuft irgendwie eine Situation, man hat einen Schmerz, einen Mangel, ein Problem, ja. Also kleine Insider, Info. Die meisten Menschen glauben, wenn ich ihnen erzähle, ich habe ein Diplom über Ordnung geschrieben, dass ich eine total ordentliche Person bin. Das ist nicht korrekt. Ich habe ein Diplom über Ordnung geschrieben, weil ich in meinem Kopf zumindest ein sehr unordentlicher Mensch bin und mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und dadurch, dass ich mich mit diesem Thema extrem beschäftigt habe, kann ich nun anderen helfen, die ein ähnliches Problem haben. Also wir sind alle nicht perfekt und wir sollten das laut sagen. Genau, dann durchläuft man einen Prozess. Manchmal muss man große Hürden überwinden, was es sich bei der Selbstständigkeit ist, das vielleicht einen Businessplan schreiben oder bei deinem Thema, ich weiß es nicht. Man erarbeitet sich wahnsinnig viel Lösung und Wissen. Man erreicht eine persönliche Reife, vielleicht kriegt man auch ein paar Falten bei dem Prozess und am Schluss sollte sich das Ganze in Anerkennung, Likes und am besten in Geld ausdrücken. Was sind die Benefits von Storytelling? Also eine höhere Merkfähigkeit, wie man vielleicht auch an den Sketchnotes sieht. Ich sketchnote, weil ich mir ungefähr 200% an Informationen merken kann. Die Sessions, die ich mir angehört habe, habe ich mitgesketcht. Da gehe ich jetzt nach Hause, kann ohne Probleme einen Artikel rauskloppen. Und ähnlich ist es mit Geschichten. Wenn ihr eure Stories erzählt, dann kann man sich damit identifizieren und die später nochmal wieder erzählen. Genau, intensivere Identifizierung findet statt. Das habe ich schon genannt. Ich finde, man hat weniger Stress, sich darzustellen, wenn ich irgendwie, das kennt ihr vielleicht aus der Kneipe, ja, wenn man bei einem Bierchen ist und man ist in lockerer Stimmung, dann erzählt man so einen Schwank aus seinem Leben, das ist überhaupt gar kein Problem, aber wenn man vor dem Recruiter sitzt und sagt, jetzt erzählen Sie doch mal was von sich, dann ist das schwierig, ja, also eine Geschichte ist irgendwie einfacher. Und vor allem, eigentlich mein Favorite Takeaway ist weniger Bullshit. Ein Zitat von Margot Leitman, die hat das Buch Long Story Short geschrieben. I've started having sincere relationships with people right away instead of hiding behind bravado or small talk. I've drawn a lot of open, like-minded folks into my life since and I've tried my best to cut the phonies out. Also Margot Leitman ist vom Stand-up Comedy zum Storytelling Business gewechselt. Und hat da ein Buch drüber geschrieben. Ich hatte mir für das Thema Storytelling lauter so Marketingbücher rausgesucht. Die fand ich ganz furchtbar, weil das so klinisch war irgendwie, wie man Storytelling zu Werbemaßnahmen nutzt. Das hat mir nicht gefallen. Und sie erklärt, wie man Storys cool erzählt, sage ich jetzt mal. Und der Effekt ist einfach, wenn du auf deiner Über-mich-Seite eine ehrliche Geschichte über dich erzählst, dann gibt es Leute, die das gut finden und die kommen zu dir und mit denen ist es geil, zusammenzuarbeiten. Und alle, die dich irgendwie blöd finden, die filtert deine Über-mich-Seite auf der Webseite quasi schon aus. Ja, und du hast weniger Kunden, mit denen du dich rumschlägst und streitest und was auch immer. Ja. Dann, wie macht man das quasi so ein bisschen zum Aufbau? An dieser Stelle nochmal zwei gute Nachrichten. Deine Über-mich-Seite ist nicht über dich und deine Geschichte gibt es schon. Das Ding ist, auch da auch da helfe ich meinen Kunden am Anfang oder bei dem Projekt Webseite eben umzudenken. Wir erzählen überall auf unserer Webseite etwas, was den Kunden interessiert und aus Sicht des Kunden. Also ich erzähle jetzt natürlich nicht alles haarklein, sondern nur, was für den Kunden relevant ist. Und wir fangen an mit einem fabelhaften Auftritt. Der sollte klar informativ und beeindruckend zum Beispiel sein. Das könnte dein Elevator-Pitch sein. Meinen Elevator-Pitch habt ihr schon gelesen, gehört von mir. Wisst ihr alle, was ein Elevator-Pitch ist? Ja. Ja, okay, gut. Keine Neins, alles klar. Genau,
Also ich empfehle das hier nochmal so ein bisschen einen Aufbau. Ich zum Beispiel finde es gut, ich bin ja die Pixel-Patin des Pixel-Syndikats und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie ganz cool ist, wenn man ein bisschen frecher an die Sache rangeht, ja, und irgendwas Außergewöhnliches sagt, also vielleicht seid ihr auch Königin von irgendwas oder sowas in der Richtung, dann sollte das Problem genannt werden, die Zielgruppe adressiert, klargemacht, was die braucht, vielleicht die Zielgruppe, und wie du das Problem löst. Also das kann rein. Und das ist ein super Einstieg für deine Über-mich-Seite oder auch für die Startseite. Da weiß jeder gleich, woran er ist bei dir. Alternative Anfänge, um so eine Über-mich-Seite anzufangen, wäre etwas Provokatives zu sagen. Also zum Beispiel, ich bin besessen davon, Dinge zu ordnen. Gut finde ich auch, wenn man so eine Art Manifest verfassen könnte. Also I have a dream. Jeder sollte für seine Selbstständigkeit eine großartige Webseite mit WordPress zur Verfügung haben. Man könnte eine Frage stellen, das ist irgendwie so der langweiligste, ehrlich gesagt, Einstieg. Das machen halt gerade alle, wenn ihr so im Content-Marketing unterwegs seid. Das ist dann immer, du brauchst dringend eine Webseite und traust dich nicht an die Technik. Das finde ich nicht so spannend, aber kann man machen. Auf gar keinen Fall schreibt ihr Willkommen oben drüber. Das ist super, super langweilig. Wenn deine Texte oder deine Webseite warm, herzig und willkommend ist, musst du das nicht drüber schreiben. Und ansonsten, wenn das nicht zieht, sage ich meinen Kunden, ich habe also lange in einem großen Verlag gearbeitet und alles, was above the fold, also bevor man zum Scrollen anfängt, das ist super teuer. Da bezahlen die Kunden richtig viel Asche davon, dafür jeder will da oben platziert sein. Und so einen Platz willst du nicht mit einem Willkommen verschwenden. Das machen wir nicht, das ist verboten. Als nächstes könnt ihr kurz beschreiben, was man auf der Webseite finden kann, also was sind die Vorteile deiner Webseite für deine Leser, was auch immer ihr anbietet, Newsletter, Blogartikel, Facebook-Gruppe, Challenges. Das ist so ein lockerer Einstieg gewesen, der Kunde ist jetzt schon eingestimmt und informiert und dann erzählst du deine Heldengeschichte. Also zum Beispiel kannst du die Ausgangssituation erklären. Wie ist deine Selbstständigkeit zum Beispiel entstanden? Gab es einen Mangel oder ein riesiges Problem bei dir oder bei jemand anderes in deiner Umgebung und du hast dich halt hingestellt und gesagt, das will ich jetzt irgendwie richten, dass die Welt muss verbessert werden. Ne? Werd da ruhig persönlich. Also wenn eine Mutter mit zwei Kindern erzählt, dass sie alleinerziehend ist und dadurch gezwungen war, super effizient in der wenigen Zeit zu arbeiten, wo die Kinder, was weiß ich, vielleicht geschlafen haben oder im Kindergarten arbeiten, dann ist das total relatable, ja, weil alle anderen Mütter sagen, ja, das kenne ich, das Problem habe ich, das finde ich sympathisch. Also teilt persönliche, aber natürlich keine intimen Details. Habt ihr vielleicht einen Lernprozess durchlaufen, erzählt davon, habt ihr Hürden überwunden und vor allem erzählt von den Ergebnissen und den Lösungen, die ihr anbietet. Dann, wenn ihr nicht Solo-Mafiosi seid, sondern Big Bosses, kann man auf so einer Über-mich-Seite, ich persönlich würde das irgendwie auf eine Seite packen alles, dann kann man nochmal was zur Unternehmensgeschichte erzählen. Da kann man vielleicht auch ein paar Zahlen reinmachen. Oder man könnte, wenn ihr einen Beruf habt, der so für den Zertifizierung wirklich sehr wichtig ist, dann könnte man nach dieser Heldenreise auch noch mal eine kleine Auflistung machen mit euren Zertifikaten, meinetwegen mit Jahreszahlen, aber das sollte untergeordnet sein. Gut finde ich bei größeren Firmen auch was zur Philosophie zu sagen. Also das eine ist ja der Gründer, der Unternehmer und das andere vielleicht das, was man sich fürs Unternehmen irgendwie committed hat. Und was ich persönlich auch immer gut und wichtig finde, wenn ihr ein Team habt, also wenn ihr tatsächlich, also es gibt ja viele Leute, die sagen so wir und dann gucke ich mir die Webseite durch und dann gucke ich und da ist nirgendwo ein Team und man sieht keine Leute, dann denke ich immer, also entweder sind die voll, wie soll ich sagen, mir fällt kein Wort ein, undankbar oder sowas, ja, also entweder haben die keine gute Teambeziehung, weil sie das Team oder das
ich weiß nicht, nee, also das, weil sie das Team nicht zeigen wollen oder das ist kein Wir. Und dann habe ich irgendwie so ein Problem, ja, warum sagst du Wir, wenn du kein Wir bist? So. Also das muss schon stimmig sein. Authentizität ist auch eine wichtige Sache heutzutage. Dritter Schritt sind die Credentials. Nennt man Social Proofs, diese coole Logoleiste, wenn ihr das vielleicht habt, von möglichst beeindruckenden Firmen. Wenn man lokal arbeitet, natürlich gerne auch von den Geschäften um die Ecke. Und am allerbesten ist eigentlich, wenn du Referenzen hast von deinen Kunden. Also ich würde im Prozess, in deiner Dienstleistung, deinem Verkauf und was auch immer, immer einplanen, dass ihr am Ende hinterher fragt, na, wie war es denn mit uns beiden so, ne? Und macht, also bei mir gibt es zum Beispiel auf der Webseite ein Formular und das schicke ich dann irgendwann hinterher nochmal raus. Sag ich, na, bist du zufrieden, läuft alles? Hast du nicht Bock, mir 3 Fragen zu beantworten? Also das würde ich auch kurz halten. Bei mir ist das zum Beispiel, was hat dir am meisten geholfen? Was kommt noch? Was brauchst du noch? Jetzt habe ich vor lauter Schreck die 3. Frage vergessen. Also es ist irgendwie, was hat dir am meisten geholfen? Vielleicht könnte man fragen, was ist verbesserungswürdig? Was hat dir gefehlt? Und am Schluss, was ist dein nächster Step? Ja, super Idee, weil dann weißt du gleich, was du dem Kunden als nächstes verkaufen kannst. Genau. Ich finde auch immer gut, wenn Bildname und Link dabei sind vielleicht. Ich finde das immer sehr komisch, wenn so A aus B oder irgendwie nur eine Referenz mit ohne was drunter. Geht manchmal nicht anders, wenn man irgendwelche Coaching, vertraulichen Sachen macht, aber naja, gut. 4. Schritt, Chaka, der Call to Action. Also du hast jetzt an dieser Stelle so eine positive Energie aufgebaut bei deinem Kunden. Ja, der ist total heiß, dich näher kennenzulernen oder irgendwie deinen Content zu konsumieren. Und du solltest unbedingt etwas dem an die Hand geben oder quasi ihm sagen, was er als nächstes tun soll. Also Newsletter abonnieren, Angebote. Also eins davon, ne? Nicht alles, sondern entscheidet euch für eine Sache. Aber nutzt diese Energie unbedingt, die ihr bis hierhin aufgebaut habt, um den Kunden weiterzulenken. Super wichtig, Foto und Kontaktinfos. Nein, es geht nicht ohne Foto, sorry. Und eigentlich geht es auch nicht ohne professionelles Foto. Also ich würde zwar sagen, wenn es nicht anders erstmal geht und vielleicht das Budget auch nicht da ist, macht ein nettes, positives Foto, vielleicht ein Selfie oder irgendwas auf die Seite, anstatt gar keins. Und so über kurz oder lang finde ich für sowas ein Budget für einen Fotografen auch immer eine gute Sache. Und ansonsten, auch spannend noch, 64% der User verlassen eine Webseite, weil sie die verdammten Kontaktinformationen nicht finden. Haut die irgendwo rein, ja, zur Not in Footer, aber am besten gleich irgendwie so, hier ruf mich mal an, wenn du jetzt ein Thema hast. Noch eine kleine Warnung, deine Navigation ist übrigens nicht der Ort für Kreativität, überall anders vielleicht schon, aber so eine Über-mich-Seite heißt Über-mich. Und das ist auch das, was die Leute suchen und wahrscheinlich Google und was auch immer. Ja, dann sind wir eigentlich quasi am Ende. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben die Zutaten kennengelernt, einen beeindruckenden Einstieg. Die Heldengeschichte soll relatable and relevant sein für den Kunden. Also nicht irgendwie Omas Geschichte erzählen, nur das, was den Kunden interessiert. Credentials, Referenzen brauchen wir. Unbedingt, unbedingt den Call to Action. Vergesst es bitte nicht. Kontaktinfos und ein professionelles Foto. Die Benefits sind mehr Lieblingskundenbeziehungen, also no bullshit und mehr Fun, was sich in mehr Money übersetzt. Und also bei mir ist es zumindest so, ich habe irgendwie vor kurzem mit Kollegen, also aus der Grafik gesprochen und sie meinte irgendwas mit, also von all ihren Angeboten, die sie rausschickt, konvertieren ein Drittel, also werden angenommen und dann bin ich vom Stuhl gefallen, weil bei mir sind es 90%. Die Leute haben quasi vorher beschlossen, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Die haben sich, was weiß ich, ein Talk, die haben mich auf der Social Media Weg gesehen, die haben die Über-mich-Seite durchgelesen, dann wissen die, ob die mit mir können und wollen. Und dann ist das, wie kostet XY, eigentlich meistens eine Formsache. Genau. Und ich dachte, das ist normal. Ist es nicht. Und ich glaube, dass ein Punkt eben ist, wenn ihr auf eurer Webseite und auf eurer Über-mich-Seite authentisch seid, dann kommen nur die Leute, die euch toll finden.
Genau. Ansonsten, Anfang ist das Wichtigste in Sachen Webherrschaft. Nutzt das Potenzial und konvertiert eure User. Und ansonsten haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, falls ihr Fragen habt. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt, lasst uns Freunde sein auf gerne Instagram oder Facebook. Gibt es denn Fragen? Ja, gute Frage. Also die Frage ist, für alle Newbies, die noch keine Referenzen haben, ist das schwierig, an welche zu kommen? Also eine Sache könnte vielleicht sein, dass man, wenn man zum Beispiel aus einem Studium kommt oder sonst irgendwelche Beurteilungen hat, vielleicht könnte man auch einen Lehrer oder irgendwie sowas mal aus dem Studium fragen. Hätte sonst noch jemand eine Idee da auch dazu? Oh, bitte? Ja. Also nicht wie für andere arbeiten, sondern das bauen, wo man selber verbrennt, irgendwie ein Thema behandelt oder eine eigene Webseite oder die eigene Webseite, ist ja ein Stück weit auch ein Referenzenteil. Ah, okay, dann bin ich jetzt nicht sicher, ob ich das. Die Frage war eher so nach einem Projekt quasi und nicht eine Referenz von einem Kunden über die. Genau, also der Vorschlag hier war jetzt eben noch, dass man quasi, wie heißt das, Fotografen, eigene Arbeit oder sowas, ne? Also dass man, wenn man kein Referenzobjekt zum Zeigen hat, kann man was Eigenes machen, was richtig cool ist und das dann einfach auf die Webseite machen. Ja, zu Referenzen im Sinne von Testimonials, also Kundenstimmen, ist glaube ich eine Disziplinsache. Mit jedem Kunden, meine Frau ist auch gerade selbstständig gemacht, und steht noch relativ am Anfang und die hat es im Gegensatz zu mir durchgezogen, wirklich bei jedem Kunden danach zu fragen, hinterlässt du mir vielleicht einen Satz, schreibst was zu deiner Arbeit? Und die hat inzwischen eine Handvoll so großartig geschriebene Texte, die fast ganz viel darüber aussagen, was genau die gut gefunden haben. Sie schreibt drei Texte, jetzt nicht so spezifische Fragen, sondern da kamen halt drei geschriebene Texte und die haben so unterschiedliche Sachen geschrieben, obwohl sie das gleiche Produkt bekommen haben. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich einfach eine Sache, diszipliniert jeden anschreiben und dann sammelt sich das. Ja, also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also für die, vor allem für die Starter gleich dran denken und einfach mit diszipliniert an die Sache gehen, einfach immer eine Referenz einfordern und den Kunden fragen. Das hat ja auch irgendwie was mit Service zu tun, dass man hinterher fragt, hey, wie war das? Und einfach diszipliniert an das Thema rangehen. Kolleginnen und Kollegen oder irgendwelche Leute, die ein gewisses Standing haben oder eben auch Freunde, was haben schreiben lassen, eine Beurteilung, die aber sehr lustig und nett gemacht waren, sodass es zwar keine wirkliche Referenz, aber ein Job war, und die Leute haben halt die Person beschrieben. Ja. Das hat es auch wieder sympathischer gemacht, obwohl jetzt die konkrete Ja. Das ist auch eine super Idee, also wenn keine Referenz da ist, einfach mal Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen bitten, ob die irgendwie was Nettes schreiben können und über diese humorvollen vielleicht Beschreibungen auch, dient das auch super als Referenz. Da hinten war? Ja, genau. Also genau auf den letzten. Also die Anmerkung war, dass man auch quasi auf die Ausgewogenheit der Referenzen achten sollte, damit die großen DAX-Konzerne nicht die kleine Firma um die Ecke vielleicht verschrecken. So, wenn man mit diesen Firmen arbeiten will, das wäre jetzt so ein bisschen meine Anmerkung dazu. Also ich würde
annehme, dass ich entweder für große DAX-Konzerne oder für den Kleinen um die Ecke arbeite, was so ein bisschen sowas mit Zielgruppenbestimmung zu tun hat. Und dann würde ich mir, glaube ich, eventuell überlegen, ob ich nicht mindestens zwei verschiedene Teile auf der Webseite anbiete. Und das eine ist nur für DAX-Konzerne und das andere für den Kleinen. Aber also ich persönlich würde eher davon abraten, das zu mischen, sage ich jetzt mal, sondern das ein bisschen klarer aufzuteilen. Oder zur Not zwei Webseiten, wenn es sehr nicht anders geht. Ja, genau. Also einfach dazu stehen, dass man Anfänger ist, finde ich total großartig. Und man könnte ja vielleicht dem ersten Kunden sagen, sie könnten der Erste sein. Gibt's? Ja. Genau. Also finde ich auch großartig, das als Anregung an den Kunden zu machen, hey, sei der Erste, der mir eine Rezension gibt. Großartige Idee. Also auf keinen Fall, auf keinen Fall irgendwelchen Fake-Gram, dann lieber nichts oder dann finde ich am sympathischsten eigentlich zu sagen hier, genau, da hinten war noch, ja? Oh ja, sehr, sehr guter Hinweis zum, was ist das dann, DSGVO-Urheberrecht, also die Firmen vorher fragen, bei der Social-Proof-Leiste, darf ich das denn überhaupt? Da drüben war noch, haben wir noch? Also so ganz. Okay, da, also dann, upsi. Also okay, hier war die Rückmeldung, dass es auch Situationen gibt, wo das mit den Referenzen irgendwie total schwierig ist. Ich habe jetzt verstanden, in so größeren Firmenbereichen auch irgendwie. Und da kann es eine gute Idee sein, wenn man lieber den Kunden bittet, dass man das Projekt nochmal vorstellt, irgendwie in Teilaspekten. Weil sowas finde ich, also Portfolio ist auch immer, finde ich immer gut, wenn man da konkret darauf eingeht, welches Problem man mit welchen Mitteln vielleicht gelöst hat. Und das kann dann gleich wieder, das ist auch ein super Referenzpunkt eigentlich. Genau. Eine Frage noch, ich weiß jetzt nicht so genau. Ganz schnell. Ladies first, ganz schnell. Okay, also die Angriff ist die beste Methode, sofort Smartphone zücken und die Referenz quasi wie ein Überfall einfordern. Wir machen heimlich noch deine Frage, komm. Auf einer Einzelseite, glaube ich, macht das keinen Sinn. Also wenn jemand klickt drauf, um sich dann eben Lob und Leid anzuhören, dann weiß ich, der braucht nicht draufklicken, der wird nur Lob kommen, der wird nicht stehen. Mit der würde ich nicht wieder zusammenarbeiten, die ist doof. Am meisten Sinn macht es so etwas neben dem, Also wenn die Leute nicht kontaktieren sollen und neben dem Kontaktformular steht, die ist ganz toll, die ist super und mit der haben wir super Erfahrungen. Ja. Kontaktiere ich nicht. Wenn Sie das Lob sehen, dann konvertieren Sie vielleicht auch. Also diese Nähe quasi.
Genau, also hier nochmal eine Anmerkung zur Nähe, wo ist so eine Referenz oder die Lobhudelei richtig gut platziert. Das sollte in der Nähe von eurem Produkt zum Beispiel sein, in der Nähe von dem Call to Action, in der Nähe von dem Kontaktformular. Genau, dass man sagt, okay, also es war dieses Projekt und das Thema, die Webherrschaft und dann steht der positive Kundenkommentar drunter und dann steht, kontaktiere mich und dann ist das der beste Aufbau. Auch für Landingpages macht man das ja so bei Produkten. Sehr gut. Tja, dann, ich glaube, sind wir durch oder so? Ja. Dann danke ich nochmal recht herzlich.